Stellvertreterin einer innovativen Forderung an die Schweizer Wirtschaft, Frauen vor dem, wir haben am Morgen darüber gesprochen, immer mehr sich abzeichnenden Jobverlust zu retten. Mit welchen konkreten Maßnahmen? Und das ist auch ein Wort an die Wirtschaftswelt, die wir hier gerne mit konkreten Maßnahmen auch, wie wir das verhindern können, beehren möchten. Gut, mal zuerst guten Tag miteinander. Ich bin jetzt erst am Mittag gekommen und es freut mich, dass so viele Frauen und einige Männer überhaupt den Weg hierhin gefunden haben und sich unter der Woche diesen Tag freinehmen konnten. Sie fragen nach Vorschlägen, was man machen könnte, dass die Frauen ihren Job nicht verlieren. Ich denke, das eine ist sicher wirklich ganz früh beginnen, bereits im Vorschulalter, im Schulalter, die Frauen wirklich unterstützen, fördern, dass sie überhaupt den Sinn einsehen in die Bildung, dass sich die Mädchen gut qualifizieren. Ich höre immer wieder von Freundinnen, die Sekundarlehrerinnen sind, wenn die jungen Mädchen gefragt werden, was möchtet ihr einmal werden, dann kommt häufig ein Beruf, der nicht sehr viel Karrieremöglichkeit hat. Und dann kommt nachfolgend gleich, ja, ich werde sowieso dann einmal Mutter und höre dann auf zu arbeiten. Also ich denke, da ist sehr viel Bewusstseinsbildung nötig, immer noch, auch bei den Lehrpersonen natürlich. Dann ein weiterer wichtiger Teil finde ich die Teilzeitmöglichkeiten, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber überhaupt Teilzeit anbieten, sowohl für Männer als auch für Frauen, damit auch die Männer nicht den ganzen Anteil an Stress haben, überhaupt für die Familie sorgen zu müssen, dass die Einkünfte verteilt werden auf Frauen und Männer. Das sind mal einige Punkte. Vielen Dank. Sie haben in einem Schreiben formuliert, wer sagt, er würde so gerne Teilzeit arbeiten, aber in seiner Position sei dies leider nicht machbar, der lügt, und haben damit den damaligen Verwaltungsratspräsidenten der SBB, Thierry Lalif-Depinay, zitiert. Was wollten Sie damit genau sagen? Weil Sie haben dann auch ganz klar geschrieben in Ihrem Schreiben innerhalb der Gleichstellungsfragen, dass Sie diese Worte nicht weiter kommentieren möchten. Können Sie es hier tun? Mache ich sehr gerne. Die SBB, die hat vor einigen Jahren eine große Tagung organisiert für ihre Mitarbeitenden zum Thema Gleichstellung bei der SBB. Sie haben Herr Lalif kam dann und hat die Mitarbeitenden begrüßt. Ich wurde eingeladen als Externe, um diesen Tag beizuwohnen, meine Kommentare abzugeben. Und da hat Herr Lalif dies gesagt, das hat mich sehr, sehr beeindruckt, das in einem doch sehr männlich dominierten Betrieb zu hören. Ich weiß nicht, wie die SBB das wirklich umsetzt, ob es dort so viele Teilzeitmöglichkeiten gibt, aber dieser Spruch, den habe ich damals nicht kommentiert, weil er sehr für sich selbst spricht, weil ich denke, wirklich alle, die das möchten, das ist machbar, es ist organisierbar, man muss es nur wollen. Sieht es denn, also dass es gewollt ist, ich glaube, das ist ein Thema, das wir alle kennen. Aber ist es denn auch machbar? Weil es steht hier, er hat das sehr genau gesagt, wer sagt, er würde gerne Teilzeit arbeiten? Natürlich, die Nachfrage ist da, aber es sei nicht machbar, weil ist es nicht mehr eine Frage des Angebots, in Teilzeit zu arbeiten? Es ist beides. Es ist natürlich einerseits das Angebot, aber dann auch den Mut zu haben und vor den Chef hinzutreten und sagen, das möchte ich machen und das dann auch umzusetzen. Ich habe eine Frage an Frau Dr. Estermann. Sie haben ein bisschen auch die Rolle hier drin, die alten Werte auch in diesem Podium zu verteidigen, die Sie ja bei jeder Gelegenheit verteidigen, sozusagen Frauen zurück in die Familie. Ich sage jetzt nicht an den Herz, das wäre jetzt etwas brachial. Aber wenn man so ein bisschen über Sie liest, dann besteht kein Zweifel, dass das auch eine biologische Aufgabe der Frau ist, die ganz klar in Ihrem Votum drinsteckt. Im Prinzip ein krasser Gegensatz zu dem, was Frau Weigel-Pickard sagt. Ist das richtig? Zuerst auch, ich heiße alle willkommen, die da teilgenommen haben, und ich bin froh, da zu sein, weil es ist immer schön, Frauen unter sich. Es ist
anregend für mich, weil ich sonst immer in Gremien sitze, wo meistens Männer sitzen, dann ist das immer schon erfrischend. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ja, es ist wahrscheinlich der ganze Werdegang. Das ist die Sachen, die Menschen erlebt haben. Ich habe in meinem Leben andere Sachen erlebt, vielleicht wie die jungen Frauen oder Frauen in meinem Alter hier in der Schweiz. Mir hat man immer gesagt, du kannst genau das machen, was die Jungs auch machen. Und das war vielleicht auch der grundlegende Satz. Ich habe nie empfunden, ich mache jetzt Frauenarbeit oder Männerarbeit. Ich habe das gemacht, was gerade nötig war, was gemacht werden müsste. Und das hat mir auch Stärke gegeben, weil ich habe genauso geklettert wie die Jungs und meine Mutter hat nie gesagt, weißt du, das ist nicht für Mädchen, du musst dich ein bisschen zurückhalten. Nein, ich habe es genossen, ich war frei und ich danke meinen Eltern und Großmuttern, die mich quasi so erzogen haben, wie ich jetzt bin. Und die Schwäche, dass Frau schwach ist oder so, das habe ich nie wahrgenommen. Und das wurde auch im Studium immer wieder betont, sogar von unserem Professor für Gynäkologie hat er gesagt, Frauen sind von der Natur aus als stärker gedacht und gemacht worden. Und sagen Sie nie, Sie sind das schwache Geschlecht. Wie Sie, Frauen, sind immer für zwei stark, mindestens für zwei Leute muss eine Frau stark sein. Und das hat mir immer wieder Kraft gegeben und deshalb, für mich heißt das nicht, Frau nur zu Hause, Kinder oder Frau nur im Beruf. Das beide zusammen, es ist vielleicht immer der Zeitpunkt. Wir können vielleicht bestimmen, wann wir ins Beruf einsteigen oder nicht, aber wir haben leider als Frauen die biologische Uhr, die tickt da so langsam und da kann man sich nicht ewig irgendwie von etwas zurückziehen und, oder irgendwie etwas bestimmen. Es sind bestimmte Sachen, die da sind. Und da möchte ich sagen, dass man soll für jede Zeit irgendwie eine Priorität rauspicken. Und wenn man das jeder für sich selber macht, Prioritäten setzt um bestimmte Zeit, dann ist das sicher für jeden machbar und auch auf die lange Zeit sicher die beste Lösung. Ja, Moment mal, ich komme gleich zu Ihnen. Ich muss trotzdem nachfassen. Es tönt jetzt an sich alles sehr plausibel. Wir sprechen ja von politischen Vorreiterinnen. Wenn ich das aber so lese, was Sie schreiben, habe ich das Gefühl, das ist ja ein unglaublicher Rückschritt. Ich zitiere Sie mal schnell. Eine neue Zeit bricht auf. Also neue Zeit. Jetzt müssen Sie mal schauen, was unter Neuzeit steht. Frauen trauen sich wieder, für ihre Familie zu sorgen und ihrem Partner einen starken Rückhalt zu bieten. Okay. Ich bewundere jede Frau, welche freiwillig beschlossen hat, ihrem Kind das Wertvollste zu schenken, was sie hat. Die Zeit. Leider genießt dieses Juwel einer Frau nur wenig Anerkennung in unserer Gesellschaft. Kein Taschengeld der Welt. Taschengeld der Welt ersetzt eine Mutter, die für ihre Kinder da ist, die tröstet, umarmt, schlichtet, Mut und Kraft gibt. Davon profitiert die ganze Familie, Gesellschaft, der Staat. Also wir haben vorher bei Anne Korx ein bisschen in die deutsche Sprache hineingehört. Ich habe jetzt einfach gesehen, Frauen trauen sich zu sorgen, ihrem Partner den Rücken zu stärken, die freiwillige Entschlusskraft der Frau und schließlich auch, dass dieses Taschengeld der Welt für eine Mutter fehlt. Ja, wie gehen wir jetzt damit um? Wollen Sie dazu etwas sagen? Ja, gerne. Gut, ich möchte jetzt nicht irgendwie... Wir sind heute politisch genau, ja. Aber ich denke, wichtig ist einfach, dass jede Frau, jeder Mann das leben kann, was für sie oder ihn stimmt. Und da denke ich einfach oft, es wird auch gar nicht gesagt unter den Frauen oder es wird nicht thematisiert, was heißt das überhaupt, Kinder haben, wie geht es einem dabei. Es wird einfach vorausgesetzt, es ist toll, Kinder zu haben, es ist toll, ein Baby zu haben und wie schwierig das ist, wie oft Frauen an den Anschlag kommen, wie wir wissen, dass Kinder werden geschüttelt, es gibt viele Depressionen bei jungen Frauen, das alles wird tabuisiert, weil man muss ja glücklich sein. Und ich denke, wichtig ist, dass die Frauen wirklich auf sich selbst hören, was stimmt für mich selbst und dann wirklich diesen Weg gehen. Wenn es so ist, dass die Frau glücklich ist und zu Hause bleiben möchte, dann bitte sehr, finde ich das toll, aber bitte lasst auch den Frauen den Weg offen,
die einen anderen Weg gehen wollen. Und das sind mindestens so gute Mütter, weil wichtig ist ja für die Kinder, dass sie Bezugspersonen haben, wichtig ist, dass sich die Kinder entwickeln können, und da gibt es verschiedene Wege. Frau Doktor, Herr Dr. Huber, wenn man Ihren Lebenslauf anschaut, ist man tief beeindruckt von all diesen Etappen, die Sie durchlaufen haben. Sie sind ja nicht nur eine sehr erfolgreiche und langjährige Politikerin. 1984 sind Sie, wie ich gesehen habe, in die Politik eingestiegen bei der FDP. Sie sind auch Dr. Jur, Rechtsanwältin, Notarin, Mediatorin. Sie haben seit 1982 eine erfolgreich geführte eigene Anwalts- und Notariatskanzlei in Altdorf, und Sie waren auch Jugendanwaltsstellvertreterin. Es sind ganz, ganz viele Erfolgskomponenten da drin. Wie ist das mit Ihrer Familienplanung denn einst und diesem Karrierewerdegang übereingegangen? Ja, zuerst auch meinerseits guten Tag miteinander. Und auch um auf Ihre Frage zu kommen, oder ich möchte eigentlich auch etwas beitragen zur vorherigen Thematik zunächst. Meiner Überzeugung, nicht nur meinem Parteibuch, entspricht es, dass alle ihr Lebensmodell frei wählen können. Ich möchte nicht sagen, zu Hause sein für die Frau ist das Wichtige oder arbeiten ist das Wichtige, sondern jeder soll sein Modell wählen können. Und damit diese Wahlfreiheit auch wirklich ausgeübt werden kann, braucht es natürlich einige Voraussetzungen, die man dafür schaffen muss, sei dies die familienexterne Kinderbetreuung, damit eben die Frauen, die arbeiten müssen oder wollen, auch ihre Kinder gut betreut haben während der Arbeitstätigkeit. Man kann steuerliche Rahmenbedingungen schaffen. Dazu muss dann eben die Bereitschaft auch bestehen. Also es darf nicht nur bei der schönen Idee bleiben, sondern man muss dann, wenn man A sagt, auch B sagen. Und das fehlt mir jetzt ein wenig bei der Partei der Kollegin Estermann, aber wir wollen jetzt da nicht parteipolitisch diskutieren. Meine eigene Situation, die Sie angesprochen haben, ich bin ledig, ich bin zwar, glaube ich, seit über 20 Jahren in einer Partnerschaft, aber ich habe keine Kinder, ich bin in einer anderen Situation. Ich bin, seit ich 24-jährig bin, berufstätig, und ich habe, wie Sie gesagt haben, seit 1984 ununterbrochen irgendwelche Ämter für die FDP ausgeübt. Haben Sie das jetzt im Nachhinein als, sehen Sie das ein Stück weit auch als Verzichtsleistung? Weil das Thema, das wir haben, ist ja auch Vorreiterrolle, hat ja auch zu tun mit Vorbildfunktion. Wir haben eine Dame, die, wenn man das genau anschaut, Frau Estermann, im Grunde genommen etwa 6 oder 7 Hüte, habe ich gezählt, wir kommen darauf zurück, trägt. Und gleichzeitig doch klar die Priorität Frau zurück in die Familie fordert. Wir haben Sie, Frau Weichert-Picker, die sagt, Freiheit in der Wahl, aber tendenziell doch sehr progressiv und aktiv auch Teilzeitstellen fordert. Und wir haben Sie, die ebenfalls, Frau Huber, sagt, wir wollen im Grunde genommen auch die Selbstbestimmung des Menschen ins Zentrum rücken und fordern da mit aller Toleranz auch, dass sich da diese Arbeitszeitmodelle flexibilisieren. Ist das richtig? Und natürlich die externen Betreuungsstellen. Ja, auf jeden Fall. Und eben, wenn Sie mich persönlich ansprechen, man kann nicht irgendwann im Jahr 1984 sagen, so, jetzt will ich Karriere machen und das ist mein Ziel, sondern vieles ist halt auch zufällig oder ein bisschen Glückssache oder das ist alles nicht geplant. Also ich hätte nie gedacht, als ich berufstätig wurde, dass ich dann einmal Nationalrätin werde, das war nicht das Ziel, sondern es hängt halt auch immer etwas von Zufälligkeiten ab. Einen gewissen Teil kann man schon planen und es braucht auch sicher ein bisschen Ehrgeiz, aber immer auch noch, vor allem in der politischen Laufbahn, ein bisschen Glück.
Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und ja, wenn es nicht der Fall ist, ist es auch kein Unglück. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich eben nicht nur über ein politisches Amt definiert, sondern mir war es auch immer sehr, sehr wichtig, im Berufsleben tätig zu sein, damit man sieht, wie das richtige Leben funktioniert und nicht plötzlich abgehoben in einem Biotop lebt. Wo stehen die Männer in ihrem Plan? Ja, ich glaube, es braucht eben nicht nur den Mut der Arbeitnehmenden, den Frau Eichert angesprochen hat, sondern auch den Mut der Arbeitgeber zu neuen Arbeitsmodellen. Also ich war einmal Regierungsrätin im Kanton Uri und ich hätte mich nicht vorstellen können, dass mein engster Mitarbeiter da irgendwie nur Teilzeit arbeitet oder sogar ein Jobsharing macht. Also wenn der mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, vergiss es, oder das geht überhaupt nicht. Und rückblickend, er hat ja zum Glück nicht gefragt, aber rückblickend, wenn ich noch einmal das Rad zurückdrehen könnte und er hätte gefragt, müsste man doch vielleicht auch den Mut haben, das mindestens auszuprobieren. Vielleicht könnte es ja funktionieren. Vielleicht geht es wirklich nicht in jedem Job, aber ich glaube, der Mut sollte auf beiden Seiten bestehen und ich glaube, es hat sich ja schon auch etwas getan in den letzten Jahren. Also die Situation sieht nicht mehr so aus wie vielleicht vor 20 Jahren. Frau Estermann, wenn man Ihnen die Frage stellt nach der Rolle der Männer, und zwar auch in der Familienarbeit, wie würden Sie die beurteilen in Ihrem Verständnis? Also es ist immer von Zeit abhängig, weil jeder kann am besten darüber sprechen, was er selber erlebt hat. Und ich habe Zeit gehabt, wo ich mich zurückgestellt habe, meine Bedürfnisse, meine Möglichkeiten, ich habe meine Träume quasi eingefroren, habe ich gedacht, nein, jetzt ist es wichtig, jetzt schaue ich zum Kind, es ist klein, es braucht mich. Mein Mann konnte nicht stillen, wie viele alle andere auch nicht. Und ich wollte stillen und ich habe es versucht, auch anders, aber das ist nicht gegangen mit Abpumpen und so. Und da habe ich gedacht, nein, die Zeit nehme ich mir jetzt. Ich stehe zu Kind, zu Familie. In meinem Fall hat es geklappt und ich bin glücklich, dass ich wählen dürfte. Es sind sehr viele Frauen, die nicht wählen können. Das Kind kommt und Arbeit wartet und da ist man wirklich unter Druck. Ich hatte das Glück und ich habe mich auch entscheiden können. Und ich habe gesagt, doch, jetzt wirst du dein Kind zur Seite stehen, deinen Mann, den Rücken stärken, aber irgendeinmal wirst du auch wieder etwas anders machen. Und weil ich selbstständig war, dann war das sehr gut möglich. Und wie gesagt, es gibt andere Frauen, die anderes Schicksal vor sich haben und hinter sich. Und das ist selbstverständlich, dass jeder einfach zu eigener Zeit sich das einrichten muss. Und heute bin ich froh, mein Mann ist immer, wenn ich weg bin, ist er zu Hause und schaut zu unserem Sohn. Aber er ist schon jetzt größer und das geht wunderbar. Jetzt können sie sich einfach wirklich gut ergänzen. Und das ist für Männer auch wichtig, dass sie mal auch spüren, wie das ist, wenn Mami nicht zu Hause ist. Also das schadet niemandem. Darf ich jetzt mal diese SVP-Geschichte zur Seite legen? Wir nehmen mal an, weder Uli Maurer noch irgendjemand sonst von der SVP hört uns zu. Denn Sie sind Ärztin, Sie sind Beraterin, Sie nennen sich Ehefrau und Mutter, waren bis 1999 Ausländerin, seit 2007 SVP-Nationalrätin. Sie sind eine Frau mit so vielen Ausbildungen, auch Homöopathin, eigene Praxis, Unternehmerin. Und sprechen die Leier der SVP nach, Frau, zurück an den Herd. Aber Sie leben das Leben einer äußerst modernen Frau. Vorreiterin oder wollen Sie uns hier auf den Arm nehmen? Das ist eine gute Frage. Wir sprechen ja niemandem sonst darüber. Ja, es bleibt unter uns. Ja. Es wollen uns ja nicht so blöd verkaufen lassen, als wir sind. Ja. Nein, das ist einfach, wie habe ich das in Kürze erklärt? Zu jeder Zeit ist für mich etwas anderes prioritär gewesen.
Zur Zeit des Studiums war es das Studium. Ich habe auf alles andere verzichtet, weil ich mein Studium fertig haben wollte. Und das ist mir gelungen. Wo andere wirklich schöne Zeiten hatten, habe ich gesessen und gedreht und gearbeitet im Spital und überall. Und das haben wir alle. Das ist klar, das ist selbstverständlich. Aber wir haben dabei nicht noch einen Mann den Rücken gestärkt. Ich glaube, dazu können wir uns einigen. Das war dann schon zu viel. Wenn schon, hat man uns den Rücken gestärkt. Ja, eben. Und das ist auch gegenseitig. Wenn mir jemand, ich kann meinen Eltern nie das geben, was sie mir gegeben haben. Ich gebe das weiter an meinen Mann und meinen Sohn. Und das sind sicher auch viele Frauen da, die sagen, meine Familie ist mir wichtig. Selbstverständlich, das ist für mich einfach von Priorität her. Das ist ganz klar. Aber sie haben gesagt, ja, ich will da etwas vorleben. Aber das ist, ich habe das wirklich so vorgelebt. Man kann das alles ein bisschen einrichten, wenn man gute Leute um sich herum hat. Wie gesagt, ich hatte Glück und ich bin dankbar dafür. Es sind andere junge Frauen, die vielleicht anderes erleben müssen, aber ich lebe das, was ich auch sage, was ich schreibe. Ja, Sie haben so die Frage gestellt, wo sind die Männer in der Familie? Das fällt mir auch immer wieder auf, die Männer, die Väter in der Politik, das wird kaum thematisiert. Die Zuber-Regierung ist ja die kinderreichste Regierung in der ganzen Schweiz. Da meine Kollegen, die haben 3 bis 4 Kinder. Ich zu Beginn nur ein Kind. Ich war also das Schlusslicht in der Regierung. Bin es immer noch jetzt mit 2 Kindern. Das wird nicht thematisiert. Wie geht das, wenn man Regierungsrat ist und Kinder hat, 3, 4 Kinder hat? Das ist kein Thema für die Medien. Wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann ist das ein riesiges Medienthema. Als ich meine 2. Tochter bekam, waren gleichzeitig eine spanische, die Verteidigungsministerin war schwanger und eine französische Ministerin war schwanger und die Genfer Stadträtin war schwanger. Wir bekamen alle etwa zur gleichen Zeit das Kind und es war sehr interessant, wie das in den Medien dann auch rüberkam. Wie kam es rüber? Bei der spanischen Ministerin, da, ich weiß noch eine Schlagzeile, da war, ob sie ihrer Brut Bleisoldaten schenkt, zum Beispiel. Bei der französischen Ministerin, da war vor allem das Thema, ihre hochhackigen Schuhe kurz nach der Geburt an eben einer Sitzung. Das waren die Themen. Und bei Ihnen? Und bei mir war das Stillen war überall Thema. Das war für mich absolut nervig. Das ausgerechnet das Natürlichste der Welt, das musste ein Medienthema werden. Es wurde aber nicht thematisiert, die Rolle meines Mannes zum Beispiel. Dass er mir das überhaupt ermöglicht hat, dass ich meine Arbeit wieder aufnehmen konnte, dass ich stillen konnte, dass er alle 3, 4 Stunden mir dieses Kind gebracht hat, egal ob ich in Bern oder in Basel oder irgendwo in einer Sitzung war, er hat das gebracht, er hat ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub genommen. Man muss auch sagen, wir waren in dieser privilegierten Lage natürlich, überhaupt das machen zu können, das können die meisten ja nicht. Aber das wurde nicht thematisiert oder eine Forderung, dass das eben allen, die das möchten, auch ermöglicht werden sollte. Ich kann mich erinnern, als Ruth Metzler in den Bundesrat gewählt wurde, hat man ja auch gewährleistet, auch öffentlich in den Medien, was geschieht jetzt, wenn diese Bundesrätin Mutter würde, weil sie ja noch im gebärfähigen Alter war. Das ist ein riesiges Thema, aber die Männer kommen ganz schlecht weg dabei. Heißt der Mann. Ja, ich möchte sagen, dass das, was Frau Weichert jetzt gesagt hat, das ist wirklich eine tolle Sache, weil ich habe mir gestern gerade darüber Gedanken gemacht, wo ich auch unterwegs war, mein Mann war da und da haben wir gesprochen, wie kannst du das alles einrichten, habe ich gesagt, ich bin in der komfortablen Lage, dass mein Mann zu Hause ist und das alles macht. Und, aber für die Presse... Die ja, selbstverständlich. Und das ist klar, dass ich auch gesagt habe, dass es sehr wichtig ist, dass auch gute Nachrichten transportiert werden, weil normalerweise ist etwas interessant, wenn ein Skandal losgeht, wenn etwas Negatives passiert, wenn Emotionen geweckt werden, aber warum nicht oder an alle wirklich Männer, die ihren Frauen auf den Rücken stärken, und das wäre auch wirklich das, wo man sagen kann, allen Männern Hut ab, die sich trauen, auch mal eben zu Kind schauen und das mit Kleinkind, das ist wirklich, das ist ihr Mann noch in eine ganz andere Lage war als mein
Weil ein Kleinkind, die Männer, die das können, Hut ab, weil das können wirklich nicht alle. Und ich bin froh, dass es solche mutige junge Männer immer noch gibt, die sogar die Kinder tragen am Samstag oder so. Das finde ich immer sehr schön. Ich bin jetzt einfach etwas irritiert, und zwar deshalb, weil ich denke, diese Botschaft, die Sie uns hier schenken, wäre so viel kostbarer, auch im Sinne, denke ich, einer Gesellschaftsöffnung für diese Entwicklung, die wohl nicht zu stoppen ist, auch für die Männer, als das, was ich zitiert habe. Wäre ein Vorschlag von mir an Sie, dass Sie auch diese wichtige Komponente Ihres eigenen Lebens auch innerhalb Ihrer doch sehr starken Partei der SVP irgendwie immer wieder thematisieren, weil so ganz und gar unter Kontrolle zu bringen sind Sie Gott sei Dank ja nicht. Frau, ja? Also das mache ich immer wieder. Es ist immer eine Arbeit, eine Herausforderung, und wie ich mir der Herausforderungen immer gewöhnt bin, und ich nehme es an. Also das ist eine Arbeit wirklich, die man vorleben muss, die man nicht einfach sagen, ja macht mal, sondern schauen, und ich nehme es sehr gerne auf, und ich gebe mir weiterhin sehr viel Mühe, dass wir einfach wirklich auch innovativ und auch mal wirklich andere Ideen haben. Es wird ein sicher nicht einfacher Weg, aber sicher der spannendste bis jetzt. Ich möchte Ihnen drei Politikerinnen eine Frage stellen. Wir haben am Morgen festgestellt und auch jetzt nach dem Mittag, dass wohl Stärke in den meisten Fällen aus Niederlagen entsteht. Auch kleine Niederlagen gehören dazu, die alle kennen. Jetzt, wenn ich mal so mutig sein darf und Ihnen allen die Frage stelle, was war denn aus Ihrer Sicht die Zäsur in Ihrem Leben, die Niederlage, die Sie dahin gebracht hat, wo Sie heute stehen, was würden Sie antworten? Vielleicht Frau Huber zuerst. Ja, wenn ich da den Titel der Tagung anschaue, habe ich mir vorhin überlegt, ich war nie ein Hero, ich bin kein Hero, aber ich war auch nie bei Zero. FDP, das ist die. Ja, das ist, Parteipolitik ist eine spezielle Sache, also das kann man nicht als persönlichen Erfolg oder persönliche Niederlage werten. Beim Thema Niederlage, da denke ich eher an meine Regierungszeit zurück. Ich war die erste Frau im Regierungsrat des Kantons Uri. Ich war auch die erste Frau Landammann. Ich kam in ein Gremium, das etwa eine Generation älter war als ich selbst. Und das war eine sehr spezielle Situation, auch eine Gratwanderung. Man kann sich nicht irgendwie als Imanze geben, aber auch nicht als Fuschali, sondern es ist so ein Mittelweg, sehr diplomatisch, dass man eben zum Ziel kommt. Und ich habe x Entscheide 6-1 verloren. Ich unterstehe eben auch jetzt noch dem Amtsgeheimnis, darum kann ich keine Beispiele aufzählen. Die Geschichte hat mir in einigen Fällen recht gegeben. Das ist dann jeweils auch noch eine Genugtuung, aber man lernt dabei. Man muss dann die Ursachen der Niederlage analysieren. Vielfach sind sie ganz banal, dann ist es etwas ärgerlich, aber sie sind einleuchtend. Und vor allem eben, man darf nie aufgeben und an seinen Zielen weiterarbeiten. Und ich glaube, wichtig ist, bei allen Entscheiden, dass man am Ende vor sich selber gerade stehen kann, auch wenn man eine Niederlage erfahren hat. Solche Niederlagen sind nicht so öffentlich natürlich jetzt in einer Exekutive. In den Kantonen ist auch nicht dieser extreme Mediendruck, wie das jetzt zum Beispiel in Bern der Fall ist. Aber persönlich kann man daraus lernen und macht Erfahrungen fürs nächste Mal. Eine Frage dazu noch, als Vorreiterin, die Wege geebnet hat, aus dieser Erfahrung als Frau Landammann heraus, mit diesen 6 Männern, und kommt da irgendwie immer Schneewittchen in den Sinn, aber lassen wir das mal. Was haben Sie da
für neue Wege einbringen können, als Frau, allein unter diesen Männern? Ja, ich war sicher sehr direkt. Also ich habe auch jetzt noch nicht so einen diplomatischen Redestil, sondern ich komme ziemlich direkt zur Sache. Ich hatte natürlich wie praktisch alle Frauen in der Politik große Dossierkenntnis in den Geschäften, weil es gibt selten eine Frau, die unvorbereitet an eine Sitzung kommt, im Gegensatz zu einigen, nicht allen männlichen Kollegen. Da haben wir eben schon etwas einen Vorteil, wenn man etwas mehr weiß, und ich war hartnäckig. Aber dann den Nachteil, wenn die merken, dass sie mehr wissen? Nein, nicht unbedingt. Ab und zu hat es mich auch zum Ziel oder zum Erfolg gebracht. Das sind sehr seltsame Wege, und vor allem muss ich wirklich meinen Kollegen attestieren, sie hatten mich immer respektiert. Also ich wurde nie irgendwie, oder hatte nie das Gefühl, dass ich da irgendwie vorgeführt oder lächerlich gemacht werde, sondern das ist irgendwie auch noch wichtig, oder? Dass man bemerkt, auch wenn man unterliegt, dass man trotzdem irgendwie respektiert wird. Und das kommt natürlich auch davon, dass man von sich selbst auch Respekt geben muss. Also dass der andere hat eine andere Meinung, kann das zwar nicht so nachvollziehen, aber es ist jetzt so. Man fragt, erklär mir, warum das so ist. Und ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Frau Weichert-Blickau, Ihre Niederlage, und was haben Sie bisher bewirken können als Vorreiterin neuer Wege? Als ich die Frage so hörte, dachte ich als erstes: Niederlagen, warum thematisieren wir Frauen jetzt wieder die Niederlagen, und warum thematisieren wir eigentlich nicht die Erfolge, warum hängen wir wieder an den negativen Sachen? Niederlagen, ich meine, tagtäglich gibt es in der Politik, so wie meine Vorrednerin gesagt hat, kleinere Niederlagen, dass man halt im Rat unterliegt. Zum Teil trotzdem, wenn man bestens vorbereitet ist, gibt es einfach politische Entscheide, da kann man auch so gut vorbereitet sein. Das spielt dann eine ganz andere Ebene. Ich denke, Vorreiterin, wenn Sie das sagen, meine politische Karriere hat früh begonnen. Ich zog in den Kanton Zug 1991, war bereits 1994 im Kantonsparlament, damals als jüngste Kantonsrätin mit 26 Jahren. Ich wurde früh Regierungsrätin. Ich habe mich bis jetzt eben wirklich sehr für die Teilzeitstellen eingesetzt, habe viele Teilzeitstellen in meinem Departement, habe sogar, was auch Frau Huber vorhin angesprochen hat, das oberste Kader, die Generalsekretärin, Sekretär in Teilzeit angestellt. Ich habe vor 2 Jahren ein Inserat gemacht und ausgeschrieben, wenn sich 2 sich ergänzende Personen finden, dass ich das so vergeben würde, hatte die große Chance, dass sich ein Mann und eine Frau bewarb, die seit 14 Jahren zusammenarbeiten, also kein Paar sind, seit 14 Jahren zusammen ihre Stellen teilen, auch ihre Stellen so wechseln, und es funktioniert sehr gut. Und das ist etwas, das ich sicher weiter so machen würde. Ich muss auch sagen, der Kanton Zug hat da sehr ein fortschrittliches Personalgesetz. Wir müssen eigentlich alle Stellen in Teilzeit ausschreiben, wenn es möglich ist. Schön. Und stillende Mütter sind bei Ihnen auch auf dem Plan? Oder Väter, die Kinder mittragen im Tragtuch? Leider habe ich da bis jetzt noch keine Nachahmerinnen gefunden. Also wir haben zwar eine hohe Geburtenrate in der Direktion des Innern, das freut mich sehr, aber die Frauen, das ist auch richtig, die nehmen ihren Mutterschaftsurlaub, ihre 4 Monate, kommen aber zum Glück nachher wieder zurück zur Arbeit. Was wir zum Teil haben, ist während der Ferienzeit, dass wir mal ein Kind im Büro haben, weil es ja nach wie vor sehr schwierig ist, genügend Ferienplätze für die Kinder überhaupt zu haben. Ganz wichtig scheint mir auch die Tatsache zu sein, dass wir immer mehr Vorbilder haben, die sichtbar sind, die zeigen, wie wir das heute bis jetzt eindrücklich bemerkt haben,
Es gibt so viele neue, innovative Lösungen, Modelle, wir müssen sie einfach ausprobieren und sie können im Grunde genommen nur besser sein als die alten Wege, die jetzt nicht mehr begehbar sind. Sie wollten noch etwas sagen. Genau, das hat mich sehr gefreut bei meiner Schwangerschaft und Geburt, dass ich sehr, sehr viele Rückmeldungen, schriftliche Karten, Briefe, E-Mails bekommen habe von jungen Frauen, die geschrieben haben, endlich mal ein Vorbild, dass es wirklich machbar ist. Weil es gibt nach wie vor natürlich wenig Frauen, die im Kader sind und Kinder haben. Schön. Und natürlich auch von Ihnen, Frau Estermann, Ihre größte Niederlage persönlich, die Sie stark gemacht hat und welche Vorreiterrolle Sie daraus abgeleitet haben? Also bei mir, wenn ich über private Niederlagen spreche, ich habe mit 4 Jahren meinen Eltern gesagt, ich möchte Ärztin werden, ich möchte Menschen helfen. Und die größte Niederlage für mich war, wo ich einmal so weit im Studium war, wo es geheißen hat, also jetzt ist fertig, jetzt kannst du das Ganze vergessen, jetzt hast du die Prüfung nicht gemacht, jetzt bist du draußen. Und dann war ich so, dass das ist für viele junge Frauen oder Männer, scheint das vielleicht manchmal lächerlich sein, aber für mich war wirklich Ende der Welt, weil ich mich so auf etwas fokussiert habe. Und dann habe ich etwa 2 Wochen lang nur geweint und wenn ich nur eine, das war aus der Prüfung aus Chemie, und wenn ich nur irgendwo einen Film sah, wo eine Formel geschrieben wurde, dann kamen mir schon die Tränen und im Magen hat sich alles zusammengezogen. Aber diese Niederlage, wenn ich so tief war, dass ich wirklich nicht tiefer fallen könnte, für mich persönlich, habe ich gesagt, also jetzt kann dir gar nichts passieren, jetzt kannst du nur wachsen. Und ich habe als Erste, was ich gemacht habe, habe ich eine Stelle angenommen als Klägerin, habe ich gesagt, du bleibst in deinem Fach, das ist gar nicht so traurig, du machst einfach weiter mit den Menschen. Und ich muss sagen, das waren die schönsten Monate meines Lebens, die ich wirklich vom Picke von ganz unten auf nicht als Studentin mitgemacht habe, sondern wirklich als Klägerin, wenn man den Leuten in ihrer Hilflosigkeit helfen kann. Und dann habe ich für mich selber gesagt, du musst nicht Ärztin werden, du kannst Menschen genauso gut helfen. Und so kam immer, wenn eine Niederlage kam, dann habe ich gesagt, weißt du, dein Ziel ist immer mit Menschen, für die Menschen zu arbeiten. Und das ist egal, auf welchem Platz, du kannst dich hinstellen, wo du willst. Du kannst dein Ziel immer erfüllen. Und das gab mir auch immer Kraft, wenn auch was passiert im Leben, dass ich immer gedacht habe, ah, das ist jetzt unvorbereitet, jetzt bist du aufgeschmissen, jetzt weißt du nicht mehr was. Habe ich immer gesagt, dieses Ziel, das kannst du immer erfüllen. Das ist so nicht ganz spezifisch was, sondern ganz allgemeine. Und Vorreiterin, das ist wieder Politik, weil ich als Erste, abgesehen davon, dass ich Ausländerin war und 2000 eingebürgert war und in die SVP getreten bin, dass der Hintergrund schon ganz speziell war, plus Ärztin, plus Homöopathin, das war auch noch so etwas, da ist man eher von der linken Ecke. Und wo ich in den Großen Rat gekommen bin, dann habe ich gesagt, ich möchte mich für Frauen in der Partei einsetzen. Dann sind Sie zur SVP gekommen. Wie ich zur SVP gekommen? Nein, dann sind Sie zur SVP gekommen. Nein, ich bin vorher schon bei der SVP, 2005 kam ich im Großen Rat, aber da wollte ich mich einfach für die Frauen, auch Mutter, die zum Beispiel auch keinen Beruf erlernen könnten, einsetzen, dass die auch sehen, das ist möglich, dass auch Frau, wo vielleicht jetzt Kinder groß hat, dass sie wieder einsteigen kann, sich engagieren kann. Und das ist mir gelungen, weil ich war die Erste und wo Wahlen waren, dann waren wir 3. Und das war für mich das Schönste, dass ich trotz allem, auch wenn manchmal die Kollegen sagen, ja, du mit deinen Frauen und so, aber das war für mich ein Beweis, das ist möglich. Und das ist überall möglich, aber man muss es vorleben, man kann es nicht einfach als Direktiv geben. Also wir nehmen Sie jetzt beim Wort und werden bei der nächsten Arena auf SFD sehr genau hinhören, was Sie sagen. Ja? Wir nehmen Sie beim Wort. Frau Hubert, etwas will ich noch wissen. Sie haben im Vorfeld mir gesagt, bei der Frage, was würden Sie Männern im Umgang mit Frauen dringend raten oder abraten, kam eine hochinteressante Antwort von Ihnen, die ich gerne zum Besten gebe. Sie haben geantwortet, das Buch Männer sind anders, Frauen auch von John Gray zu lesen,
beziehungsweise nicht zu lesen. Nun weiß ich einfach nicht, wer soll es lesen und wer nicht. Das müssen Sie uns noch verraten. Ja, Sie müssen einfach Ihre Frage genau lesen. Oder, ich bin eben Juristin und ich versuche, das ist mein Dilemma, auch das Dilemma, ist auch mein Dilemma manchmal gegenüber den Journalisten, dass ich immer die eigentlich eher und redlich die Frage beantworten will, und das habe ich inzwischen gelernt. Also wer soll es nun lesen? Das ist nicht immer der richtige Weg. Manchmal muss man etwas antworten, was gar nicht gefragt wird. Aber Sie haben gefragt, was würde ich raten, beziehungsweise... Was würden Sie den Männern im Umgang mit Frauen dringend raten? Ja, ich würde Ihnen raten, dieses Buch zu lesen, und ich würde Ihnen abraten, dieses Buch nicht zu lesen. Dann ist es jetzt raten, es zu lesen. Ja, das ist eigentlich die Hauptaussage, das ist wichtig. Also grundsätzlich ist es mir sehr wichtig, dass Frauen und Männer in der Gesellschaft und in der Politik zusammenarbeiten. Also ich bin keine Feministin und ich habe meinen Werdegang auch nicht mit einem Emanzenstempel gemacht. Aber es ist richtig, oder wenn irgendein Manko besteht, dann muss man etwas fördern, das ist völlig klar. Und es sieht ja jetzt auch viel besser aus, gerade in der Politik mit der Frauenvertretung, und dazu braucht es Vorreiterinnen, das ist alles richtig. Aber ein bisschen unterscheiden sich Frauen und Männer eben doch. Ein bisschen? Ja, wenn man dieses Buch liest, in Verhaltensmustern, ich gebe ja ein Beispiel, also dort steht in dem Buch eine Szene beschrieben, er und sie fahren im Auto, sie fragt, möchtest du etwas trinken gehen? Kommt nämlich bald eine Raststätte und er sagt, nein. Aber sie meinte eigentlich, ich möchte gerne etwas trinken gehen, könnten wir ausstellen, und ist dann total enttäuscht oder sogar verärgert, dass er jetzt einfach nein sagt, anstatt dass sie gesagt hätte oder gefragt hätte, du, ich möchte gerne etwas trinken gehen, könnten wir ausstellen. Und solche Verhaltensmuster sind dort sehr eindrücklich beschrieben. Ich habe sie auch bei mir selbst entdeckt, und das ist ganz spannend zu lesen, und man kann sich dann auch ein bisschen darauf einstellen. Ganz wegbringt man es vermutlich nicht, aber es ist wichtig, dass es ins Bewusstsein kommt, und deshalb würde ich eben dieses Buch auch den Männern zur Lektüre sehr empfehlen. Prima, also das ist ein wichtiger Appell im Grunde genommen, wenn ich das jetzt juristisch mit meiner Sicht der Dinge versuche zu analysieren, heißt das, Frauen habt den Mut zu sagen, was ihr wollt. Wenn ihr einen Kaffee trinkt oder etwas trinken gehen wollt, sagt, ich möchte gerne einen Kaffee trinken. Das auf jeden Fall, und übrigens auch in der Politik, das möchte ich auch noch sagen, ich habe nie gewartet, bis mich jemand fragen kommt. Nie. Also ich habe gesagt, meine Eltern haben 1984 begonnen, und dann kamen sie mich fragen, ob ich war frisch ausgebildete oder patentierte Anwältin und Notarin. Dann kamen die und fragten mich, ob ich Abstimmungszählerin werden möchte. Oder? Ich habe gedacht, geht das jetzt denn noch? Jetzt bin ich Juristin, jetzt soll ich da Stimmen zählen. Ich war vielleicht auch, man muss ja klein anfangen, schon klar. Und ich habe Nein gesagt. Und als ich dann ein Amt frei wurde, das ich fand auf Gemeindeebene, doch, das würde mir gefallen, da habe ich mich aktiv gemeldet. Ich habe nie gewartet, bis mich jemand fragen kann. Und das ist wirklich sehr schwierig. Ich war 10 Jahre lang auch im Parteivorstand meiner Gemeinde. Ich habe x Stunden Gespräche mit Frauen geführt, um sie zu überzeugen, dass sie das können und dass sie jetzt kandidieren sollen. Die Wahl kann man zwar nicht garantieren, das geht halt einfach nicht, aber ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, klar zu sagen, das möchte ich, und dann sich natürlich auch den Wettbewerb und den Schwierigkeiten, die sich ergeben, stellen. Das ist das eine, und das
erste wichtige, für mich ebenso wichtige Element ist, dass man sich auch nicht unter seinen Wert verkaufen soll. Also wenn Sie das nächste Mal Stimmen zählen sollen, erinnern Sie sich an das Foto. Wenn Sie das nächste Mal mit einem Mann im Auto fahren und etwas trinken wollen, erinnern Sie sich. Ich denke, das sind die praktikablen, direkt umsetzbaren Schritte aus einer Diskussion. Ich möchte jetzt aber Sie beide trotzdem fragen, haben Sie ebenfalls so praktikable Punkte, die Sie uns mitgeben können? Es kann eine sein, aber lieber zwei. Frau Weichert-Nickern. So kurz wie es geht, weil dann können wir es mitnehmen. Ich denke, mutig sein und am Morgen in den Spiegel schauen und sagen, kann ich mir selbst ins Gesicht schauen? Wenn ja, dann ist gut. Und den zweiten? Stillen Sie Ihr Kind öffentlich? Jetzt nicht mehr, aber früher, ja. Mutige Frauen, die Tabus brechen? Ich denke, wir Frauen sollten keine Grenzen kennen, wir sollten wirklich mutig sein und das, was wir für richtig halten, das durchziehen. Und Frau Estermann, Ihre praktikablen, sofort umsetzbaren ein, zwei Tipps für uns? Also ich habe gelernt, seit meiner Kindheit, dass wir Frauen unglaublich stark sind und dass Männer vielleicht auch ein bisschen Angst haben von uns, je nachdem, was für, wenn ein Mann stark ist, hat er vielleicht wenig Angst von einer Frau, aber es sind sehr viele Männer, die geben vor, stark zu sein, dabei sind sie so klein und die haben Angst von uns und probieren uns immer ein bisschen einschüchtern und so. Und das darf man sich nicht bieten lassen, da muss man durch und Wahrheit sagen und daran denken, wir sind stark und niemand darf uns etwas einreden, dass wir ein schwaches Geschlecht sind. Ich habe einfach den Eindruck, Sie sind in der falschen Partei.